Also er sagt, da finden wir quasi nichts. Das ist das, was er uns sagen will. Dementsprechend gehen wir natürlich hier rein. Er will uns halt Hinweise geben, was ich nett finde. Mal gucken, was wir finden werden. Okay. Das sind auch noch wieder Gnome. Treffer. Ganz einfach. Gnome kaputt machen. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Was? Warum ist das nicht nötig? Ah, schon so ein Ding über dem Kopf. Nee, das ist nicht nötig. Okay. Ist das das? Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß! Ein bisschen großes. Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Bruder, nicht wegrennen. Ich brauche noch ein bisschen Mana und dann geht's los. Komm. Hat er das verdient? Womit hat er das verdient? Und wir haben eine weitere Scheibe. Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha! Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Siehst du? Ja. Ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl. Und verlier nicht deinen Kopf. Interessant. Es gab gegen den Gürger tatsächlich schon, ne? Krass. Super. Könnten wir uns um alles... Guck mal, Schlösser öffnen haben wir jetzt noch bekommen. Das ist die Frage, was nutzt uns das? Also, sie hätten ja auch hier nochmal ganz andere Sachen werden können. Das ist nicht nötig. Ich kann mir nichts über den Kopf zaubern. Na, okay. Sesam, öffne dir. Eine weitere Steinplatte. Umso besser. Wo wir gerade bei Steinplatten sind, ich gönne mir das da. Interessant. Hier steht etwas über Magie. Und wir haben natürlich das schon bekommen. 90 haben wir jetzt schon. Das ist gut. Jetzt mal eine große Frage. Wir kommen ja da raus. Oh. Okay, jetzt muss ich mich nochmal genauer umschauen. Schutz vor Magie. Okay, Bolzen. Also man kann die anscheinend nutzen. Ja, jawohl. Aber eine Heilwurzel, Eile, kleiner Bernstein. Okay. Warte mal. Den hätten wir gesehen. Okay. Dann gucke ich nochmal mich durch. Denn wenn wir den Zauber schon haben... doch, man kann die betätigen. Man sieht es nur nicht. Okay. Okay, 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 okay. Ein Grab. Man das lernt... Schloss ist zu schwierig für mich. Man lernt dazu. Okay, gut. Bedeutet, wir könnten auch nochmal da unten gucken, bei... Wer sagt's denn? Dem, wo wir waren. Boah, 200 Gold nochmal drauf, ne? So. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schade. Das kann ich nicht ziehen. Aber das kann ich nochmal ziehen. Aber der mittlere Gang geht nicht auf. Okay. Gibt es in einem der Gänge vielleicht noch einen Ring? Ich meine, schade, dass ich die jetzt nicht öffnen kann.
Wäre auch einiges, was wir wahrscheinlich bekommen hätten, zusätzlich. Aber nein. Sind so, hier sind keine Ringe. Okay, gut. Dann ist das halt so. Okay. Aber hier ist ordentlich was an Zeug, das wir gefunden haben. Kann man da dran ziehen? Nein. An dem da? Ja! Hallöchen! Das Schloss ist zu schwierig. Ja, war ja klar. Aber wir bekommen hier Zeug. Ja, wie gesagt, wir werden das alles dann halt eben nicht holen. Also. Dafür jetzt keine Sachen ausgeben irgendwie. Hier ist noch eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch was. Okay, cool. Auch noch was. Ja, leider keine Gewürzmischungen. Oha. Hier ist also auch noch was. Ein Pokal und ein Lichtzauber. Den Lichtzauber hätte ich gerne viel früher. Also würde ich gerne einsetzen eher. So, dann speichern wir. Dann können wir wahrscheinlich dort hinten unten wieder aufmachen. Da war nämlich ein Ring und ich dachte, wir können den aktivieren und ich dachte, das wird mit Telekinese gehen. Aber anscheinend nicht. Da ist noch einer. Oh, es geht tiefer rein. Da wird vielleicht das sein, was ich glaube, was wir auch gesucht haben. Moment, ich habe hier noch den da. Mach mal auf. Achso, warte. Hier gibt's nichts zu holen. Einmal die. Passt. Okay. Hier ist noch ein Teller. Schön. Hier ist ein Sarkophag. Ein Skelettkrieger. Nicht alle sind gut. Man merke sich das. Aua! Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Hammer. Okay, nehmen wir das mal. Starke magische Heilung. Ein Schwert, Schlösser. Wir können da hinten Schlösser öffnen machen. Durchgängig bei allem. Hätte mir doch gleich einfallen sollen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. So, dann nehmen wir das mal raus gerade. Wie viele Schlösser öffnen haben wir? Zwei. Na, dann verwenden wir auf jeden Fall hier mal eins. Das war nicht schlecht. Wow. Hat sich gelohnt. Hat sich gar nicht gelohnt. Hat sich gar nicht gelohnt, ey. So, geben wir uns nochmal den Trank. Da, der untote Burgherr Diggi, na? Den habe ich ja schon vermisst. Wird nur noch ein Vasallenring. Dann haben wir alle. Ah, die Skelette haben super viel dabei. Es überrascht mich gerade tatsächlich. Skelettbeschwörung, okay, gut. Das ist etwas, was ich kenne. Text handelt von magischen Sprüchen. Umso besser. Und das ist eigentlich das, was ich gerade brauche. Alter, wie viel die hier dabei haben. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Okay, doppel links, doppel rechts. Wer sagt's denn? Passt. Zack. Das Schwert Sturmwind. Das ist ein Jagdmesser. Es ist halt so, diese ganzen, ne? Sachen, die man hier noch da zusätzlich finden kann. Diese Schwerter und Nicht-Schwerter. Ich hätte gerne das Stab irgendwie, so einen schönen großen Stab, der halt ja, nochmal ordentlich was bringt, aber
Haben wir halt nicht. Aber bald haben wir alle Kristalldinger zusammen. Endlich. Hey, super. So. Hier lang. Muss ich aber auch jetzt zusammen zurechtfinden hier, ne? Aber schön, dass wir den Gürger gefunden haben. Der legendäre Gürger. Und wir haben fast wieder eine Stufe, ne? Ist teilweise so krass, was da abgeht. Nein. Ein Zauber. Nehmen wir einfach die. Eine von beiden. Ja. Kleiner okay, Antimagie-Kristall. Interessant. Ein Ei. Und ein Trank. Und ein Wolfsfell. Okay. Ja gut, jetzt überlege ich, wollen wir uns rüberzaubern? Weil, ich sag mal so, wir hätten hier Cyrus. Cyrus ist halt hier ums Eck. Wobei gar nicht, wir müssten einmal hier rumlaufen. Der letzte Burgherr, also das war hier noch ein Burgherr und den haben wir halt noch gar nicht. Vielleicht machen wir tatsächlich einmal Hafenstadt. Und danach gehen wir zu Cyrus. Wäre das vielleicht auch eine Idee? Also einmal erstmal lernen, den nächsten Kreis quasi lernen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil Weisheit lohnt sich halt jetzt gerade nicht. Oh Junge, wir könnten hier einfach... Oh, wir bräuchten dafür zwei, ne? Oh, das wäre genau das, was wir brauchen. Aber wir haben nicht genügend Weisheit und ich würde lieber mehr Kraft haben in der Magie, anstatt... Oh, das haben wir gefunden nämlich. Ah, gut. Aber wir können ihm jetzt erstmal was verkaufen. Aber wir brauchen von ihm jetzt aktuell auch nicht viel. Also von da würde ich sagen, nö. Gehen wir runter, lernen das. Holen uns eher Mana-Tränke, würde ich sagen. Wenn schon, denn schon. Hey, Vitus. Lehre mich dein Wissen. Die Macht des Schadens ist stark. Lass die pure Energie deiner Geschosse ihr Werk tun. Halte Abstand und sieh zu, dass auch deine magische Kraft groß ist. Dann wird dich niemand besiegen können. Ja gut, und das wäre Nummer 0. Also die höchste Stufe. 10% nochmal drauf und dann können wir wahrscheinlich alles platt machen. Auf Dauer, ne? So größtenteils. Die magischen Geschosse haben schon was, muss man schon sagen, ne? Ey, Abrax. Du bist ja bekanntlicherweise mein Müll, meine Mülldeponie geworden eher. Also Waffen kannst du alle nehmen. Das machen wir es erstmal so. Zack. 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 Wir haben 1,7 noch da, ne? Kriegst sogar einen Bogen von mir. Alter Verwalter. Holzschilde, kleine Schilde. Die Kappen lasse ich mir. Gönn dir, Bruder. Gönn dir, gönn dir. Nimm noch. Den brauche ich nicht. Einen davon noch. Das ist okay. Witz erzählen habe ich. Nutzen wir auch nicht. Lichtzauber kannst du zweimal haben. Fünfmal Telekinese kannst du haben. Die Heilungen sind okay. Achso, die Skelette. Ja, wobei, ich lasse mir mal die Skelette. Das ist einfach viel zu viel. Zwei Schwertspitzen haben wir. Kleiner Saphir, kleiner Bernstein. Dies, das hier kannst du nehmen. Gönn dir, Bruder, gönn dir das hier. Gönn dir das hier, gönn dir das hier. Gönn dir das hier. Das da, das da. Okay. Die beiden. Die beiden. Die beiden. Und damit bekommen wir eine Menge Geld. Du irgendwas Interessantes? Nee, ne? Du hast nur Tränke wieder. Dann nehmen wir uns aber die Tränke und
kommen nochmal 700 Gold drauf. Super. Oh, ich hatte dann noch eine Waffe, wie ich sehe. Ach, ist egal. Haben wir das jetzt auch noch dabei? Ja, nice. Also 67 Mana-Tränke ist schon mal was. So. Jetzt werden wir langsam unaufhaltsam. Jetzt zu... Achso, jetzt in die Hafenstadt, ne? Das war jetzt die Idee. Und in der Hafenstadt gehen wir dann gleich durch das eine Tor raus. Was da bei uns ist... Besiegen den letzten Fürsten, gehen zum Marvin. So, dann haben wir erstmal wieder einen Block abgeschlossen. Ja. Dann fehlt uns ja nur noch die letzte Scheibe. Die wäre. Nee, noch zwei Scheiben. Die im Osten und die bei Cyrus. So war das. Und dann kommen wir schon rein. Da sind wir schon im Endgame, oder? Das ist ja krass, wie schnell das ging. Ah, das Spiel macht schon Spaß. Also, jetzt gerade auch so, wenn man so ein bisschen reinkommt, am Anfang war es für mich noch so ein bisschen, und je mehr man reinkommt, also die Story mit Patty war schön, mit Stahlbart. Jetzt auch hier mit dem Angsthasen quasi, mit dem Gürger. Das war auch eine schöne Story. Also, ich finde schön, dass es nicht so überladen ist mit Nebenmissionen, ne? Ich bin im sicher. Danke. Also das macht schon Laune. Muss ich halt einfach sagen. So, der letzte ist quasi, wenn man hier hochgeht, da oben. Genau, also das hat halt schon was, ne, auf Dauer. Das Spiel macht halt auch unglaublich Laune. Also am Anfang, also ich muss zugeben, ich bin froh, dass wir hier das Kampfsystem nicht machen. Dass wir nicht die Schwerter schwingen. Weil ich ehrlich sein muss, also hier mit Schwertern zu kämpfen, no. Bitte nicht. Also, leider ist hier der Zweikampf alles andere als gut gemacht. Das muss ich leider dem Spiel so hinwerfen. Das Kampfsystem ist super schlecht gemacht. Ah, wir hätten einfach hier abbiegen können. Okay, gut. Naja, gut, okay. Dann ist das halt jetzt so. Es gibt Spiele, die das besser konnten bisher. Ich wage es sogar mal zu behaupten, dass ich selbst das Kampfsystem in Gothic 1 besser fand. Das ist... Ich weiß, das ist schon sehr schwierig, so etwas zu behaupten, aber... Ja. Nicht meins. Na, leider. Einige sterben noch nicht mit einem Schuss. Aber anderen geht's auch nicht mehr. Gehören. Willst du dich auch so verziehen oder? Nee. Ich frag mich, wo, für wen eigentlich diese Heildinger sind. Werkzeugbeutel sind gerade. Bin nur noch so ein bisschen aufgeschmissen. Eine Mana-Wurzel. Ich nehme Trank, wir haben genügend Tränke. Das ist ein Mana-Pilz. Passt. Okay. Hier ist ein Heilkraut. Das sind nochmal so. Ja, die sind schon gepaart mit den Skelett-Kriechern. Da kommen sie. Genug Mana. Warte. Muss kurz Mana nachladen, Kollege. Passt. Ihr bringt mir das meiste Gold, tatsächlich. Die bringen echt viel Gold. Einen umzunieten, das macht schon Sinn.